Moin Moin und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ich sehe gerade, ich muss mir ein bisschen was ausperlen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu einem Problem. Ich habe schon so viel ausgezogen. Das sieht doch. In der letzten Folge haben wir das hier entdeckt. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt Zombies drin sind oder NPCs. Oh, nicht getroffen. Hallo? Hallo? Oh, das war natürlich dusselig. Ui, ich ziehe immer ein bisschen zu hoch. Ich erwarte immer das Fallen. Oh ne, der ist schon tot. Keine Ahnung, was jetzt. Our Junk. Okay. Sind jetzt hier nur Zombies? Was für eine fette Base wäre das denn bitte? Also hier waren mal welche. Das? Ui. Also hier sind auf jeden Fall welche. Die leben aber nicht mehr. Frage ist natürlich auch, gibt es hier Hunde? Und gibt es hier noch NPCs? Oh Gott, wie viele Hunde? Ah ja, der hat eben so einen Sound gemacht. Sound gemacht, weil ich die Hundequest erledigt habe. Habe ich noch mehr Hunde? Nee. Wieso trifft er den nicht? Ich bin ein bisschen nervös wegen dem Hund da. Ist das so ein bisschen wie eine zerstörte Stadt? Das Looten geht gerade nicht. Das geht, das mit dem Hund ist gerade blöd. Muss mal kurz einen Meter weg. Gut. Hoch. Irgendeine Quest schon wieder erledigt? Kann es sein? Ich glaube, einen nur so einen Typen getötet, den ich töten sollte. Ach, Mann. Oh. Ja, oder so. So, und der Köter war ja eigentlich auch schon ziemlich angeditscht. Da ist einer. Also wenn wir die Hunde hier schon mal wegkriegen, wäre natürlich geil. Ja, das sieht so aus. Ich hoffe, das waren nur zwei. Ja, ich weiß, wenn die auf dem Boden liegen und so. Oh, warte mal. Das war natürlich mittelmäßig. Da ich blute. Okay. War der Meinung, ich hätte da gerade was gehört. Habe ich den Bein weggehauen? Erstmal schnell looten. Okay, so. Also, wir treffen hier auf jeden Fall keine NPCs an. Oh, da ist einer. Das ist egal. So, dann wollen wir doch vielleicht erstmal
Alle Zombies, die hier nicht hergehören, erstmal irgendwie rauslocken. Right? Oh. Genau, nicht, dass hier noch. Ui! Nice. Nicht, dass hier noch irgendwo Bomben sind. Das wäre natürlich auch sehr peinlich. Schön in so eine Bombe reinrennen. Wieso steht denn hier vorne draußen ein Kühlschrank? Wer stellt denn draußen einen Kühlschrank hin? Das kann doch gar nicht kühlen. Wie geil. Was kriege ich denn hier für ein Equipment, ey? Okay. Draußen Klo. Freunde, also. Ich lasse das Öl mal da. Eigentlich können wir hier drin schon mal eine Kiste machen. Die ist locked. Ja, wir gucken erstmal. Erstmal kicken. Okay, die können wir nicht bewegen. Ach, das Tor ist ja sogar auf. Noch runter. Okay. Ist ja geil. Eine Tankstelle. Bin gerade ein bisschen fasziniert. So, guck mal, hier kannst du die Treppe weghauen. Ich hoffe, hier gibt es keine. Ne, hier gibt. Oh. Freunde. Alter Schwede. Habt ihr schon mal gen. Ah, warte mal, kann das sein? Genau. Das hatte ich bei Minias gesehen. Das ist hier so eine blöde Kante. Wobei, so blöd ist die Kante gar nicht. Man kriegt, glaube ich, Metz. Jo. Na okay, egal. Also so effektiv kriegt man jetzt auch keine. Aber mal ehrlich. Gut, ich kam da jetzt gerade nicht hoch, aber. Wie heftig. 3000. Geil. Okay, da ist noch eine Tür. Oha. Ja gut, ich hätte mal ein bisschen was zu tun. Gucken wir mal hier. Okay, das müsste man zumachen. Und ja, klar, die haben natürlich die Wand hier schnell ein, ne? Richtig? Ja, ach Gott. Das ist ja wie Butter. Aber im Zweifel. Im Zweifel ist das halt auch nochmal eine Zwischenstation. Hier kann man auch leben. Also, oder? Also, gut. Die Bo Base muss natürlich hier extremst abgeschirmt werden. Aber so als Zwischending? Das ist doch eine Lösung. So, du bist jetzt erstmal fällig. Oh. Sehr gut. So, das Auto looten wir jetzt gleich nochmal. Ich brauche nämlich eine Wrench. Nein, eine Wrench. Oh, mal ist der besser. Huch. Ach, ich hatte die ausgezogen, die Sachen. Ja, stimmt. Stimmt ja. So, wir müssen mal ein bisschen kicken. Ach, das war dusselig. Das wollte ich nicht. Aber das scrap ich bewusst. Ich wollte aber erstmal was essen. So, Scrap. Tabletten brauchen wir nicht. 83, komm. Zieh dir das mal rein. Und Scrap. Zumindest erstmal ein bisschen Platz. Und ach komm, ey. Los. Entschuldigung fürs Reinblasen. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. So, hier ist wieder ein Weg. Den würde ich jetzt eigentlich nochmal. Macht das Sinn? Ja. Schon mal einmal Lucky Lucky machen.
Weil wenn natürlich hier faszinierende Dinge in der Nähe sind, 10 Uhr durch, alles gut. Wenn hier coole Sachen in der Nähe sind, irgendwelche Minen, okay, da ist schon mal Wasser. Na, Fluss sogar, wahrscheinlich. Richtig? Das sieht stark nach dem Fluss aus. Aber so ein Weg hat ja auch immer eine Bedeutung. Hier ist Clay. Das ist ein bisschen weit. Ach. Hallo. Und hier haben wir eine kleine. Oha. Da hätten wir Party gefeiert. Das sieht mir nach einem Städtchen aus. Also wir werden da jetzt keinen Krieg gewinnen, deswegen will ich da jetzt nicht hin. Sondern nur irgendwie erstmal die Fühle ausstrecken, was man so machen kann. Und was es so gibt. Hier unten ist wieder Klee ohne Ende. Krasse Hütte, aber ist das nur eine? Die wird ja beschützt. Was ist denn da los? Okay, hier gabelt sich. Ja. Ich gehe mal hier nochmal hoch. Das ist keine Stadt. Da ist ein Haus. Könnte doch eine Stadt sein. Ja, und hier ist wieder nur ein einzelnes Haus. Okay, 11 Uhr. Alles gut. Wir haben alles im Griff. Stadthotel. Wie schreibe ich das nochmal um? Show. Remove. Ich mach mal so. Hotel. Ja, und wahrscheinlich der Airmann wird wieder sagen, nein, das ist kein Hotel. Sind Apartments. Und ja, du hast recht. Es wären dann auch Apartments. So, wenn ich hier am Fluss da lang gehe, könnte ich mal. Ach, jetzt hat er mich noch im letzten Sekunden Kunde entdeckt. Kann man hier noch so jumpen? Ja, geht immer noch. Das ist unlogisch, ich weiß. Oh, aber das Interessante ist, temperaturtechnisch hat ihn das jetzt nicht gestört. Ich habe keine Ahnung, was die hier von mir wollen, die Viecher. So, jetzt müssen wir mal ein paar Meter laufen. Mal ein paar Meter gewinnen. Die Wüste ist ja gar nicht mal so klein. Das Hotel war zumindest gerade spannend, was die. Na, habe ich da was? Mal so mal gucken. Ne, war nur Büsche. Insofern interessant, dass da so viele Zombies sind. Das fand ich interessant. So, das nehmen wir mit. Das brauchen wir. Aber noch immer keine Höhle gefunden. Das ist bemerkenswert. So, hier ist nichts dran. 11:42 Uhr. Alles gut noch. Noch ist alles gut. Moin. Obwohl, wenn ich das.
schon ein kleiner Killer, ne? Werden wir hier oben noch mal irgendwann mal was entdecken. Ich finde auch, dass ich ziemlich souverän... Aha. Ziemlich souverän mit den... Hunden klargekommen bin, ne? Findet ihr nicht auch? Ist das eine Höhle da? Ich glaube... Katsching. Ach komm, das ist doch nicht mal... Das kann doch nicht euer... Oh. Alter, was ist das denn? Oh. Das war ja nicht so gut. Kommst du nicht hoch, oder? So. Ach komm, hier Wooden Club, ey. Wer will sowas? Das ist ja geil. So, kommen wir hier gut hoch und wieder... Ach komm, wir haben 5 Milliarden. Schön mal ein bisschen Holz eingesammelt. Locked. Aber eine richtige Höhle ist es ja auch nicht, ne? Ach komm. Ich denke, hier wird es jetzt richtig was geben. Ich muss mit der Zeit aufpassen hier. Mann. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, guckt mal kurz weg. So, habe ich nicht gemacht. Ich bin enttäuscht. Obwohl, naja, noch sind wir ja nicht durch. Okay, dann nehmen wir noch den Pilz mit hier. Pilze haben wir noch nicht. Ich gehe natürlich davon aus, dass wir nochmal eine Höhle finden. Und dann natürlich auch Pilze... Oh, da war kein Pilz mehr. Pilze ohne Ende finden. Jetzt fühle ich mich langsam unter Druck gesetzt. Oh, kann das sein, dass es weniger gibt hier mit denen? Mal gucken, was für ein Bonus kommt. Aber das lohnt sich ja nicht. Oh, vor allem lohnt sich das nicht, wenn man mit der falschen darauf ballert. Besser aus. So, und das ist... Obwohl, das geht noch. So, jetzt aber. Okay, dann können wir nämlich richtig schön Gunpowder machen. Zack, zack. So. Und nach Hus. Straight away. Nach Hus. Das war ja... Also... Mega interessant. Aber nichts wirklich Großes drin. So, ich habe keine Zeit mehr zum Looten. Ich kann jetzt gerade noch nicht einschätzen, wie lange ich brauche. Und ich muss zugeben, ich war ja eben noch riesig begeistert, dieses eine Teil da als Base zu machen. Ich bin mir gerade unsicher. Ob wir da wirklich eine Base draus machen. Weil irgendwie ist ja hier weit und breit wieder nichts. Außer das Hotel. Es könnte wieder nur ein Zwischenlager werden. Aber ich will ja schon wissen, wo ich Tag 14 übernachte. Ne? 90 Grad, heul nicht rum. Macht das Sinn, dass ich jetzt hier... Oh nein. So, Haie gibt es zum Glück noch nicht. Ja, komm, komm. Jump, 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 jump. Jump. Sehr gut.
So gleich wieder unter 90 Grad. Schön nass, mit nassen Klamotten. Zum Glück gibt es keine Erkältung in dem Spiel. Die hätte ich jetzt nämlich safe. Haben wir. Okay, ich werde jetzt mal hier so rüberlaufen, das macht Sinn. Hatte ich nicht Tee? Hier, Honig, meine ich. Hatten wir. Und dieses Haus hatte ich nicht gesehen. Aber ich werde mir ja nie. Das ist echt blöd, ne? Ich werde mir ja nie merken können, ob ich schon mal in irgendeiner Hütte war oder nicht. So, man sieht jetzt hier auf jeden Fall, dass ich hier eine Straße habe. 14 Uhr, krass. Okay, sorry, mein Headset drückt gerade ein bisschen auf den Kopf. Guck mal, wir gehen nochmal hier auf den Berg rauf, das ist echt anstrengend für ihn. Hier führt eine Straße lang. Könnte nochmal interessant sein hier. Weiter geht's. Und jump, bah. Oh, Mist. Ja, du. Kann man ja auch trainieren irgendwie, wenn man das häufiger macht. So. Okay, ich würde sagen, hier passiert, glaube ich, nichts Spannendes mehr. Ich will nochmal gucken. Kann eigentlich nichts Spannendes mehr passieren. Ich werde nichts Sensationelles mehr looten. Meine Taschen sind voll. Hä? Ich hatte gedacht, ich habe hier noch eine junge Dame gehört. Ich laufe jetzt nach Hause. Ich werde natürlich früher zu Hause sein. Als 22 Uhr. Das ist aber auch der Plan. Also so am Hordentag irgendwie um 21:30 Uhr zu Hause sein, ist auch mega uncool. Ich werde dann nochmal meine Taschen sortieren. Na, oh, das gibt's doch nicht. Keine Ausdauer. Ich werde dann nochmal meine Taschen sortieren und dann sehen wir uns rechtzeitig vor der Horde. Nicht doch. Ja, ich hab's nicht selbst getroffen, ne? Ich Feder nehme doch mit. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann aber mit der Horde. Also, bis dann, euer LP Gonchi. Tschüss.